Heute habe ich meinen ersten Arbeitstag in Deutschland gehabt. Mein Start im neuen Job. Den Arbeitsvertrag habe ich schon unterschrieben und abgeschickt. Die Vorfreude hatte ich schon, aber ich war auch sehr nervös, weil ich wusste, dass alles auf Deutsch sein wird. In dieser Firma gibt es keinen strengen Dresscode. Doch ich habe mich ein bisschen schicker angezogen, um meine Nervosität zu zeigen. Naja, es war sowieso mein erster Tag. Also, gleich am Morgen wurde ich zuerst dem Team vorgestellt. Ich habe eine schöne Begrüßungskarte von den Teammitgliedern bekommen und danach habe ich einige notwendige Programme und Links gesetzt. Oh, und natürlich habe ich auch die Zugangskarte bekommen. Die Kollegen sind super nett und haben mir den ganzen Arbeitsprozess gezeigt. Während sie es mir erklärt haben, zwar konnte ich nicht immer spontan auf Deutsch antworten, aber zum Glück hatte ich kein Problem damit zuzuhören und zu verstehen. Ich glaube, ich muss erst die ganze Sache nach mir wirken lassen und alles wird mit der Zeit kommen. Wenn die Kollegen es erklärt haben, habe ich auch Notizen gemacht. Aber manchmal musste ich schnell sein. Deshalb habe ich sie teilweise auf Deutsch, teilweise auf Koreanisch und sogar teilweise auf Englisch aufgeschrieben. Was mich schockiert hat, waren die Excel-Dateien. Ich wusste bereits, dass ich mit einer deutschen Tastatur arbeiten werde, aber ich habe vergessen, dass der gesamte Computer auf Deutsch ist. Das heißt, dass alle Excel-Funktionen auf Deutsch geschrieben wurden. Ich habe nur gedacht, was ist denn S-Verweis? Was ist wenn? Oh Mann! Ich hatte Glück mit dem Wetter, sodass ich die Dachterrasse der Firma genießen und heiße Schokolade trinken konnte. Das Betriebsklima hat mir sehr gut gefallen. Alle haben mir gesagt, dass mein Deutsch gut ist, dafür, dass ich nur seit einem Jahr in Deutschland bin. Das war so nett von ihnen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mein Deutsch wirklich verbessern möchte. Was beeindruckend war für mich, dass mich eine Kollegin gefragt hat, welche Herkunft hast du, statt nur zu fragen, woher kommst du? Und ich wurde auch gefragt, ob ich Fleisch esse. Ich kann sagen, dass dies der größte Unterschied war, den ich heute im Vergleich zu Korea erlebt habe. Heute war ein kurzer Tag. Ich hatte einen frühen Feierabend. Insgesamt gefiel mir der erste Tag sehr gut. Es gibt noch viel zu lernen, aber ich freue mich auf die Herausforderung.